Überall Buddhas, ja, überall, wo man hinkommt, sieht man kleine oder große Buddhas in Restaurants, irgendwo im Kaufmannsladen, irgendwo mit LED und die leuchten. Überall Buddhas. Aber was bedeutet das eigentlich? Buddhismus, Zen-Buddhismus. Ein Punkt ist wichtig: Das hier war mal ein Mensch und es ist ein großer Lehrer, so wie ein großer Professor, so wie Einstein. Es ist kein Gott, es ist nichts, was zwischen uns und der Wirklichkeit oder zwischen uns und der Erleuchtung steht. Und wenn man das denkt, einfach wegschmeißen, ja? Frei sein. Das ist das Symbol des Buddha. Buddha bedeutet, es ist Sanskrit und heißt der Erwachte. Und was ist die Essenz seiner Lehre? Super einfach. Und die möchte ich euch heute einfach mal darlegen. Erstens, zweitens, drittens und viertens. Das nennt man die vier Wahrheiten, die vier Weisheiten des Buddha traditionell, die vier edlen Wahrheiten. Die erste Wahrheit ist, dass, und das ist sehr provozierend, das Leben selber, so wie es ist, unbefriedigend ist in der letzten Instanz, dass es leidhaft ist, dass wir Dinge, die wir wahrnehmen, super toll finden und am Ende vergehen sie und wir leiden. Also die erste Wahrheit ist, Leben ist unbefriedigend und leidhaft. Schmerzhaft kann es sein. Die zweite Wahrheit ist, dass dies durch Emotionen geschieht. Ausschließlich durch Emotionen, speziell Gier, Hass, Verblendung, Ablehnung, Verlangen, Verstrickung. Das ist auch erstmal sehr provozierend. Das heißt, Leiden ist nicht in erster Linie durch einen Schmerz, sondern in erster Linie durch einen Prozess, einen emotionalen Prozess von Ablehnen und nicht haben wollen oder haben wollen und dann wieder nicht bekommen. Und eben allgemeine Verstrickung über das, was Wirklichkeit ist. Die dritte Wahrheit ist super simpel. Es gibt einen Ausweg aus diesem Dilemma, es gibt einen Ausweg aus diesem leidhaften Unbefriedigen. Das ist sehr wichtig. Und der vierte Punkt ist, der Ausweg ist der edle achtfache Pfad. Also es gibt acht Ebenen, einen edlen achtfachen Pfad, der acht Spuren oder eine achtspurige Autobahn, wenn man sagen will, auf der ich fahren kann, um da rauszukommen. Es ist ganz wichtig, dass man nicht sagt, es sind acht Stufen, so erstens das, zweitens das, sondern die bedingen sich, aber sie haben auch eine Eigenständigkeit. Ich fasse nochmal zusammen und dann schauen wir uns diese achtfache Autobahn an, wie wir frei werden können. Glücklich lebend hier in dieser Welt, mitten in dieser Welt. Also der erste Aspekt ist, Leben ist leidbehaftet und unbefriedigend. Ich sage ganz bewusst nicht, wie es früher hieß, Leben ist Leiden. Dazu leben wir in einer Welt, in der unglaublich viele wunderbare Dinge stattfinden. Ich liebe das Leben selber ist ein großes Geschenk. Aber wenn wir die falsche Sichtweise auf das haben, was Wirklichkeit und Leben selbst ist, und sich das Leben, und das ist die zweite Wahrheit, darauf beschränkt, dass wir alles, was wir sehen, in drei Teile packen. Nämlich entweder das mag ich und das mag ich nicht und das will ich haben und nicht haben wollen oder das will ich gar nicht und lass mich in Ruhe oder das will ich jetzt auf Leben und Tod, das ist Gier. Und als dritten Aspekt Verwirrung, Angst, Zweifelsucht, also in gewissen Rahmen nicht in der Wirklichkeit seiend. Durch diese verschiedenen Formen von Emotionen, die uns zwingen zu handeln, wie wir wollen oder nicht wollen, oder wie wir glauben, handeln zu müssen, oder manchmal merken wir es auch gar nicht, dass wir ferngesteuert sind von diesen drei Aspekten. Das ist die Ursache, dass wir an Dingen festhalten, die es gar nicht gibt, die wir uns vorstellen, die wir konstruieren und die Köstlichkeit der Wirklichkeit noch nie gesehen, den Moment. Ja, wir kennen es schon, diesen Moment, wo man plötzlich merkt, man ist zu Hause, man ist vollständig, man ist einfach da. Freude ist in einem ohne Grund, Verbundenheit. Der dritte Aspekt ist, es gibt einen Weg. Das Entscheidende ist es nicht, es gibt einen Glauben oder es gibt eben so ein Patentrezept oder ich mache irgendwo einen Knopf oder es gibt einen Trick. Ja? Also es gibt nicht drei Tipps, glücklich zu sein. Ne? Das gibt es nicht. Tut mir leid, aber es gibt einen Weg. Ein Weg, der
uns in die Einheit von Wirklichkeit und Selbst bringt. Und dieser Weg ist die achtfache Autobahn, der edle achtfache Pfad, der sich in drei Gruppen teilt sozusagen. Die erste Gruppe nennt man die Weisheitsgruppe. Da geht es erstens darum, um richtige Einsicht, zu erkennen, wer ich wirklich bin und was Wirklichkeit in diesem Kontext ist. Im Japanischen nennt man das Satori, Wesensschau. Das ist ein cooles Ding. Das ist großartig. Und Wesensschau, die Essenz, die Wirklichkeitsergründung. Es geht nicht darum, irgendeine esoterische Schwallerscheiße, wo ich irgendwo in so einem gelben Feld bin und irgendwas verbunden und dann erscheint irgendein Wesen und textet mich zu, wie geil ich bin und welche schwierige Vergangenheit ich habe und was so. Das ist alles Fantasy. Die Wirklichkeit selbst, unser Wirklichkeit selbst, unser Leben selbst ist grandios, ist gewaltig, ist so unglaublich, dass es anders zu grenzenloser Freude, geradezu zur Ekstase ist. Richtige Einsicht. Der zweite Aspekt ist die richtige Gesinnung, die richtige, wie soll ich sagen, Verbindung, Einheit. Richtige Gesinnung, richtige Ausrichtung, meint schon dann das Herz, die Verbindung, mit sich selbst in Verbindung zu sein, als allerersten Schritt. Wenn ich mich selber nur als Teil wahrnehme, ich nehme mich wahr als ein Teil, der wütend ist, ich nehme mich wahr als ein Teil, der nie kriegt, was er möchte, ich nehme mich als Teil wahr, der dauernd irgendwas macht und hoch und runter und nie ankommt, ich nehme mich wahr als ein Teil, der ängstlich ist und denkt, huch, die Welt an sich und die Wirklichkeit und das könnte, das sind alles Teile. Und genauso mit Meinung. Ich bin das, weil ich glaube, das und denke und meine. Die richtige Gesinnung ist das richtige Herz. Die Öffnung des Herzens für mich, eins zu sein mit mir selbst, mich in meiner Vollständigkeit zu erleben. Das nennt man die Weisheitsgruppe. Das sind zwei Aspekte von Weisheit. Die zweite Gruppe, das ist dann Nummer 3, 4 und 5, nennt man die Karma-Gruppe, also das, was Karma erzeugt. Das quasi unsere Welt erzeugt. Und den dritten Aspekt fasse ich zusammen, nämlich richtiges Denken oder am besten Stille und die richtige Rede. Also nicht unheilsam zu sprechen. Also in der Rede kann ich schon ja Dinge, Hass, Gier nach außen ballern, die dann eben zurückkommen mit dramatischen Konsequenzen. Und Nummer 4 ist dann, das richtige Handeln, also Handeln aus Weisheit und Einsicht heraus, somit eben auch einen Weg zu erzeugen, in dem das, was ich mache, handle und wirke, nicht dann als leidhaft wieder zurückkommt. Und der fünfte Teil ist dann der richtige Beruf, also der richtige Broterwerb. Es ist empfehlenswert, eben einen Beruf auszuüben, der einem eben auch nicht irgendwann vor die Füße fällt. Zum Beispiel, indem man als Jäger auf so einem Hochsitz sitzt und wie so ein Konzentrationslagerkommandant irgendeine arme Tiere aus 1000 Meter erschießt und sich daran erfreut. Der entscheidende Punkt ist auch die Emotion dabei. Oder irgendwelche Dinge, die irgendwo für diese Welt nicht gut sind. Ja, also nachhaltige Berufe, das wäre das Richtige. Berufe zu haben, die den Menschen dienen, uns allen dienen, uns dienen, heilsam sind. Das ist ja eigentlich ganz logisch. Also diese zweite Gruppe, diese Karma-Gruppe ist sehr logisch. Aber wichtig ist, sie funktioniert nur aus dieser Weisheitsgruppe heraus. Und jetzt ist das die letzte Frage, wie komme ich denn in diese Weisheitsgruppe rein? Und das ist dann die Meditationsgruppe. Und die Meditationsgruppe ist dann Nummer 6, die richtige Anstrengung. Und die richtige Übung, die richtige Entschlusskraft, die richtige Ausdauer. Also seine eigene Übung zu finden, festzustellen, sie funktioniert nicht irgendwie, aber ich weiß, sie ist richtig und nicht aufzugeben, sondern täglich zu meditieren, regelmäßig zu erkennen, welche Menge an Meditation brauche ich, welche Qualität und welche Übung ist überhaupt die richtige. Und vor allen Dingen, ein Weg entsteht nur dadurch, dass man ihn geht. Und so, wenn man aufhört, einen Weg zu gehen, und sei es nur 5 Minuten, ist er zu Ende. Also die Regelmäßigkeit, die Ausdauer.
Samavayama wird es auf Pali genannt. Dann ist Nummer 7 die richtige Achtsamkeit. Die richtige Achtsamkeit hat erstmal ein grundsätzliches Fundament. Da geht es nicht um Diskussion, die Achtsamkeit ist richtig hier und dann ist sie da nicht richtig. Also sobald wir dort in eine Theorie kommen, in Konzepte, ist quasi das Kind im Brunnen gefallen. Sondern es geht erstmal um Stille. Aus der richtigen Anstrengung, aus der richtigen Ausdauer heraus entsteht eine Stille. Und jetzt habe ich die Wahl, in dieser Stille zu verharren und nur wahrnehmen. Ich liebe das englische Wort Awareness, weil es auf der einen Seite Achtsamkeit und zugleich auch Bewusstsein bedeutet. Ja, das ist nämlich genau das Gleiche. Wahrnehmen, achtsames, offenes, nicht konzeptionelles, nicht benennendes Wahrnehmen ist gleich reines, bewusstes Gewahrsein. Und jetzt kommt sozusagen der Honigkuchen, die Belohnung. Das ist richtige Versenkung. Jetzt geht es in die Einheit. Es gibt sehr viele verschiedene Formen von Samadhi-Übungen. Aber im Kern ist es so, dass jetzt das Objekt der Betrachtung, sei es offene Weite oder Achtsamkeit oder die Fokussierung auf ein Meditationsobjekt in Achtsamkeit, eins wird mit uns. Wir verschmelzen mit der Meditation. Die Meditation wird zur Versenkung, von Dhyana zu Samadhi. Und spätestens hier hört die Übung und das Wollen und das richtig und falsche Übung auf. Es ist ein Sein in den verschiedenen Formen von Samadhi. Absolutes Samadhi ist die Essenz unseres Seins. Royal Samadhi in the bottom of your heart. Das ist die Versenkung in unser Herz. Upachara Samadhi ist die Versenkung in die Achtsamkeit der gesamten Wahrnehmung, in die Versenkung von Wahrnehmung an sich, in alle Wahrnehmung. Cosmic oder Akasha Samadhi ist die Versenkung in den weiten, offenen Raum, die Versenkung in die offene Weite. Und so gibt es unendlich viele verschiedene Formen von Samadhi, die großartig sind, auch die Versenkung in unser Meditationsobjekt zum Beispiel, in den Atem oder in Atemzählen oder in ein Mantra. Auch das ist dann Samadhi in dem Moment, wie ich das nicht mehr übe. Der Übende ist weg und die Übung ist weg. Das ist Samadhi. Alle diese 8 Aspekte, alle diese 8 Spuren dieses achtfachen Pfades sind ohne Hierarchie. Sie sind wichtig in dem Moment, wie sie anstehen, als Weg. Natürlich kann ich sagen, wenn ich die erste dieser 8 Glieder sozusagen verstehe, richtige Einsicht, vollkommene Einsicht, Prajna auch genannt, dann ist das Thema erledigt. Dann durchschaue ich auch Leiden und das Leidbehafte und das Unbefriedigende und erkenne die Ursache und kann dann einen Weg gehen, mehr und mehr frei davon zu sein. Aber wenn ich es nicht erkenne, kann das eine oder das andere ein Weg sein oder ich gehe einen wunderbaren Meditationsweg, der sich großartig anfügt, Samadhi, Meditation. Aber mein Beruf oder mein Handeln sind so destruktiv, dass ich mich immer nur im Kreis drehe. Dass ich mit dem Arsch das umhaue, was ich gerade aufgebaut habe. Oder umgekehrt, das, was gerade frei geworden ist, wieder zukippe. Mit irgendwelchem Schutt. Zwanghaft, aggressiv bin oder gierig oder ängstlich. Und dann kann die Ausrichtung auf ein anderes dieser 8 Aspekte der richtige Weg sein, der richtige Pfad. Die 4 edlen Wahrheiten des Buddha sind schon der Hammer.
Es ist unglaublich komprimiert. Ich brauche keinen Glauben, ich muss nicht irgendwelche Geschichten machen. Ich brauche niemanden. Vielleicht einen Lehrer, der einem das erklärt, der mit einem wie ein Bergführer, mehr oder das ist alles. Und dann geht's los auf diesem großartigen Weg. Der Buddha ist ein großer Lehrer der Freiheit der Menschen, unserer Freiheit, Weisheit, Herzweisheit. So zu reden, dass wir den Menschen dienen, so zu handeln, dass wir uns und allen dienen, einen Beruf zu haben, der uns und andere erfreut, in Ausdauer, in wunderbarer Meditation. Und tiefer Einheit mit uns selbst. Hi.